die Sterne. Die funkelnden Punkte im Dunkeln. Vielleicht sind die Sterne nur Löcher. Reingepiekste, piekse kleine Löcher im Himmel. Und dahinter? Licht. Ein strahlend helles, riesengroßes, ungeheures Licht. Das ist das Reich der Tage. Alle Tage leben dort. Der Tag von gestern, von morgen, letzte Woche, nächsten Monat, voriges Jahr. Die Tage sind lebendige Lichtwesen, die nur ein einziges Mal zur Erde reisen dürfen. Auf der Erde war, kehrt er mit seiner Erinnerung und einem besonderen Andenken ins Lichtreich zurück und alle anderen warten gespannt, was er zu erzählen hat. Die Menschen, die wissen ja nicht mal, was ein Tag ist. 19. Februar, 8. August, sie geben uns einen Zahlen. Und wer ist der allerwichtigste Tag? Ich!
Die Welt, die mehr wie gestern ist.
aus dem Lichtreich zur Erde zu kommen, gibt es nur einen einzigen Weg. Sich fallen lassen. Durch ein Sternloch in die Tiefe. Der kleine Tag hatte schon mal heimlich in das Loch hinuntergeschaut, das für ihn bestimmt war. Von oben im Lichtreich sah es aus wie ein langer, dunkler, tiefer Tunnel in ein schwarzes Nichts. Es ist wohl doch ganz gut, dass ich noch eine Weile warten muss, dachte der kleine Tag. Streifte er durch die helle Lichtwelt. Ein geheimnisvoller Tag war ihm schon häufig aufgefallen. Er saß allein da und malte dunkle Kreise in das Licht. Die Kreise lösten sich nach kurzer Zeit wieder auf und der geheimnisvolle Tag malte zwei neue Kreise. Immer wieder zwei Kreise nebeneinander. Der kleine Tag blieb eine Weile stehen und schaute zu. Warum malst du immer zwei Kreise? Das ist eine Brille, siehst du? Oder es sind die beiden Löcher in der Steckdose. Ich war noch nicht auf der Erde. Ich weiß nicht, was eine Steckdose ist. Zwei Kreise, die zusammengehören. Als ich unten Tag war, wurde die geschliffene Linse erfunden. Das Vergrößerungsglas. Ist das was Gutes? Daraus wurden später Brillen gemacht. Die Menschen konnten schärfer sehen. Darüber haben sich viele gefreut. Und mit der Linse konnte man Fotoapparate bauen und Kameras. Dann bist du berühmt. Erste Reihe. Weil es meinen Tag gab, können sich die Menschen fotografieren. Sie können mit Fernrohren in den Weltraum sehen. Sie können mit Mikroskopen in die kleinsten Teilchen gucken. Und sie können sich bunte Filme anschauen. Und sie können sich besser töten mit Zielfernrohren von weit weg. Puff! War ich nur ein guter Tag oder ein schlechter? Beides? Zwei Kreise nebeneinander. Und ich? Na, wart's ab. Wie kann ich es machen, dass ich auch so werde wie die Tage aus der ersten Reihe? Du möchtest so werden wie jemand anders? Das klappt nicht. Bist du, wärst wie ein anderer sein. Dies ist deine Zeit, dies ist dein Leben. Was dir wichtig ist, entscheidest du allein. Es kann dich wie jeden Tag nur einmal geben. Lass dir nicht die Zeit vertreiben, sie kehrt niemals mehr zurück. Deine Zeit ist deine Bleibe, jeden Augenblick. Du bist du, wärst wie ein anderer sein. Dies ist deine Zeit, dies ist dein Leben. Dies ist deine Zeit. Es ist dein Leben. Endlich war es soweit. Der 23. April sollte beginnen. Schon oft hatte der kleine Tag zugeschaut, wenn sich andere durch ihr Sternloch plumpsen ließen und verschwanden.
und er wusste, dass sie abends wieder wohlbehalten auftauchten. Aber wenn er darüber nachdachte, dass er ganz alleine springen musste, er stand mit klopfendem Herzen vor seinem Sternloch und schaute hinunter. Puh, war das tief. Sehen konnte er nichts. Unten auf der Erde war noch Nacht. Er schaute durch sein Sternloch ins Dunkle. Wie geht's denn so?
Naja, das Wetter könnte besser sein. Aber sonst wird es, glaube ich, ein guter Tag. Also, Herr Bürgermeister, der Ortskreislauf der Verlegung hier richtig schön geworden. Und wie bei dem Brunnen freue ich mich jeden Tag. Ja, die Arbeit hat sich gelohnt. Gut Oeschingen ist wirklich top. Hip, hopp, Gut Oeschingen ist top. Tschüss.
muss in die Firma zur Arbeit, Herr Bürgermeister. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen und viel Erfolg in der Firma. Na, da hast du aber schwer zu schleppen. Brauchst du das in der Schule? Das ist mein CD-Player. Wir haben zu Hause geprobt. Ja, was denn? Tanzen. Tanzen und singen. Ein eigenes Schulbild. Den A-S-B-Song. Aha, das Schulbild der Allgemeinschule wird Oeschingen. Das ist eine prima Sache. Dürfen wir es einmal vortanzen und vorsingen? Naja, eigentlich habe ich ja noch viel Arbeit und keine Zeit. Ach, bitte. Na gut, ich setze mich mal hin und schaue mir alles an. Hey, kommt mal alle her. Wir machen den ASB-Song für den Bürgermeister. Yeah!
Kinder, das habt ihr richtig schön gemacht. Ein echt tolles Lied. Nun müsst ihr aber zur Schule. Es fängt auch gleich an zu regnen. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Viel Spaß beim Lernen. Schon wieder Regen. Ach was, Aprilwetter. Ein Sauwetter ist das. Und der Bus kommt auch nicht mehr. Diesen Tag ist der Wurm drin. Und dieser Nieselregen. Ein abscheulicher Tag. Na da, kommt er endlich. Ein abscheulicher Tag, haben sie gesagt. Der kleine Tag war enttäuscht und traurig. Er wollte doch gar kein abscheulicher Tag sein. Die Sonne, dachte der kleine Tag erschrocken. Wo war sie? Hinter einer dicken, fetten Regenwolke versteckt. Bitte, dachte der kleine Tag und wünschte es sich ganz stark. Scheine doch, damit die Menschen an meinem Tag etwas fröhlicher sind. Plötzlich schob ein kräftiger Wind die Wolke beiseite. Sonnenstrahlen. Für eine kurze Weile schien die Welt wie verzaubert. Es glitzerte in tausend Tropfen auf den Gräsern und auf den Bäumen im Wald. Eine Knospe brach auf. Daraus entfalteten sich lebendige, zarte Blätter. Sah der kleine Tag, was ringsum auf der Erde wuchs, krabbelte, raschelte und lebte. Das Geräusch einer Schulklingel riss ihn aus seinen Träumen. Eine Gruppe von Kindern kam auf den Schulhof gestürmt. Große Pause. Ein Kind wurde von vielen anderen Kindern umringt. Hört mal alle her, heute bringt meine Mutter einen Hund in die Schule. Du spinnst! Glaub ich nicht! Ein Hund hier in der Schule? Ja, meine Mutter hat gesagt, sie bringt ihn mir heute in der Pause. Da ist sie schon, Mami. Der kleine Tag freute sich mit dem Kind. Ich bin ein Geburtstag, dachte er. Aber die Lehrerin sah das Kind streng an. Ein Hund hier in der Schule, das geht nicht. Wenn nun jeder ein Tier mitbringen würde. Oh ja, das wäre doch toll. Die ganze Schule voller Tier und wir Kinder bleiben zu Hause. Also Ruhe! Thank you.
Katze schleicht nach draußen. Gibt's denn hier keine Katze im Klo? Da vorne stand früher ein Haus. Jetzt ist es weg. Ja, da steht jetzt das neue Pflegeheim. Aber in dem Haus habe ich als kleines Mädchen gewohnt. Ich kenne es noch, als es eine Landwirtschaft war. Da habe ich mit meinen Freunden immer im Heu gespielt. Der Bauernhof gehörte meinem Onkel. Ach, das ist lange her. Ja, aber ist denn das möglich? Bist du etwa? Aber natürlich, deine Augen erkenne ich sofort wieder. Du musst die Gertrud sein. Walter? Ja. Ja, das gibt's doch nicht. Wie lange du bist wie dein Hund Öschingen? Ja, das Foto, das du mir damals geschenkt hast, als ich weg musste, das habe ich immer noch. Vor 50 Jahren. Und nun treffen wir uns wieder. Du hast doch immer so toll Saxophon gespielt. Ja, ja. Früher hat man Musik noch von Hand gemacht. Aber die Jugend von heute haben... Na, wie heißen denn diese Dinger? Walkman. Oder jetzt MP3-Player. Ich weiß das. Ich habe meinem Enkel sowas zu Weihnachten geschenkt. Da kommt doch tatsächlich ein Schüler mit einem Saxophon. Ich glaub's nicht. Tag. Na, mein Bub, spielst du Saxophon im Musikverein? Nein, ich spiele Saxophon in der Bläserklasse. Was? Das ist toll. Das gab's bei uns noch nicht. Wir spielen in der Bläserklasse. Sollen wir Ihnen was vorspielen, bis der Bus kommt? Wir müssen sowieso noch auf den Bus warten. Komm, wir machen ein Straßenkonzert. Kommt mal alle. Das ist aber ein Tag. Erst treffen wir uns nach 50 Jahren wieder. Dann gibt's auch noch ein Konzert. Nur für uns. Bin ich aber gespannt, was die uns nur vorspielen. Thank you.
Das habt ihr aber hervorragend gemacht. Sehr schön, dass es heute noch so anständige Schüler gibt. Da kann ja echt was aus euch werden. Wir sind ja auch an der A, S, W. Das heißt A wie Anstand, S wie Selbstverantwortung und W wie Willen. Der Wohlstand! Tschüss. Tschüss. Was haben die Menschen es gut? Sie können Instrumente spielen, sie haben Anstand, Selbstverantwortung und Willen. Sie können Lieder singen und Pflegeheime bauen und sie können sich nach 50 Jahren wieder treffen. Die Menschen sind nicht nur ein Tag auf der Erde, sondern ein ganzes Leben. Und sie haben jetzt ist noch viel besser, denn sie können jetzt 20 Minuten Pause machen. Er sah die Vögel fliegen, die aus sonnigen Ländern zurückkamen. Weiter hinten wogte ein Fluss. Flugzeuge schwebten in der Luft. Wo kommen die riesigen Wälder her? Die Wälder haben ein Geheimnis. Und der kleine Tag sah die Berge. Hier war die Welt wieder ganz anders. Gipfel ragten bis in die Wolken und Schnee glitzerte silbern und weiß. Es erinnerte den kleinen Tag an das lichtreich Zuhause. Und es war vollkommen still. Er schaute sich um. Am Waldrand gingen mit beschwingten Schritten eine junge Frau und ein junger Mann. Sie lachten. Der Mann legte behutsam seinen Arm um die Schulter der Frau. Als beide sich anguckten, blinkte zwischen den Wolken die Frühlingssonne hervor. Aus unseren Träumen kam. Dies ist der Augenblick, den es nun wirklich gibt. Und wir sind hier und wir sehen uns an. Ja, ich gefühl in mir, wenn ich in deine Augen blick. Du weißt Bescheid, ich seh's dir an, denn du hast längst diese Dies ist der Augenblick Wirklichkeit. Dies ist der Augenblick, wo's keine Fragen gibt. Küsse den Augenblick, nimm meine Hand. Ja, dies Gefühl in mir, wenn ich in deine Augen blick. Du weißt Bescheid, ich seh's dir an. Hast du gewusst, dass die Welt Fotografie.
beiden küssten sich. Der kleine Tag fühlte, wie sein Herz zu klopfen begann, als er das sah. Längst war es Nachmittag geworden und dennoch hatte er so vieles nicht gesehen. Wieder ließ er seinen Blick über die Erde streifen. Viele Menschen bei der Arbeit. Sie schalteten Hebel, knipsten Knöpfe und tippten auf Tasten. Sie hämmerten, bohrten, kurbelten und sägten. Das sah lustig aus, fand der kleine Tag. Er schaute Kindern beim Spielen zu, die auf einen Baum kletterten. Weit weg in der Dämmerung funkelte ein kleiner heller Lichtpunkt. War das schon der Stern, zu dem er am Abend zurück müsste? Nein, noch schimmerte ringsum das letzte Tageslicht. Der kleine Tag sah sich den hellen Lichtpunkt nähern. Dort war am Waldrand ein Rastplatz. In der Mitte flackerte ein Lagerfeuer. Zwei Kinder zerknackten trockene Hölzer und schoben sie in die Glut. Die Flammen züngelten hoch und malten alles ringsrum gelb und rot. Auf einem Baumstamm saßen die Eltern. Sie lehnten sich aneinander, schauten ihren Kindern zu und atmeten die frische Frühlingsluft. Der erste warme Abend des Jahres. War eine gute Idee, einfach mal so zum Picknick rauszufahren. Lange her, dass wir so im Freien gesessen haben. Schau mal, die Wolken.
Feuer war heruntergebrannt. Dem kleinen Tag wurde kühl. Er schaute sich um. Auf den Straßen flammten elektrische Laternen auf. Die Menschen auf der Erde fuhren in ihre warmen Häuser. Vor einem Gebäude mit einer Leuchtschrift gab es ein Gewimmel. Der kleine Tag hörte Lachen und aufgeregte Stimmen. Die Menschen auf der Erde freuten sich auf ein Konzert. Oben am Himmel leuchtete ein kleiner Stern. Der kleine Tag seufzte. Er wusste, was das bedeutete. Das Konzert würde er nicht mehr miterleben. Es war Zeit für die Nacht. Keine weiteren Abenteuer mehr. Er musste zurück und begann sich von der Erde zu lösen. Geht nicht, dass ich bleib, mich ruft mein Stern. Die Zeit ging schnell vorbei, mein Ziel ist fern. Vielleicht denkt ihr an mich, wenn ich schon auf der Reise bin. Ich muss zurück, mich ruft mein Stern. Das Weltall ist Hallo, ich bin wieder da.
Fotografiert mich. Hip-Hop. Es war echt top. Es war ein wunderschöner Tag. Einfach nur so. Es war sogar ein Geburtstag. Und die Mutter hat dem Kind einen Hund in die Schule mitgebracht. Dann sollte sogar ein Känguru durch die Klasse tanzen. Drängelt mich so, ich kann ja gar nichts verstehen. Gab's noch einen Weltrekord? Was erzählt er da von einem Känguru in der Schule? Psst, sei endlich still. Ich will hören, was er erzählt. Und ich habe die Gläserklasse gehört. Und zwei alte Leute haben sich nach 50 Jahren wieder getroffen. Und die Kinder haben in der Schule gesungen und getanzt. Und der Bürgermeister war auch da. Der Bürgermeister von Wut Oeschingen. Wut Oeschingen, habt ihr das gehört? Wut Oeschingen interessiert doch kein, weil mir wurde Amerika entdeckt. Erzähl doch mal lieber interessantere Dinge. Genau, was gibt's für Nachrichten? Ein Erdbeben. Oder ein Zugunglück. Mach's nicht so spannend. Die Sonne hat geschienen. Und da war ein Lagerfeuer. Und die Kinder haben Anstand. Und das Liebespaar, die haben sich geküsst. Ja, Geburtstag und Anstand mit Oeschingen. So ein langweiliger Kram. So was kennen wir alle schon lange. Aber das war doch viel, oder? Ein kleines Lagerfeuer. Ja, und Oeschingen und Anstand. Es war schön, wenn ihr das gesehen hättet. Eure abgetroschenen Sprüche höre ich mir schon seit 500 Jahren an. Was ist denn daran so lächerlich, wenn er in Wut Oeschingen war und wenn sich Menschen an einem Tag gefreut haben? Ist es nicht toll, wenn die Kinder anständig sind? Naja, wenn man es so sieht. Fandest du das etwa interessant? Da war doch nichts los. Nicht mal eine Verfolgungsjagd. Oder wenigstens ein Banküberfall. So was Langweiliges habe ich noch nie gehört. Zwei alte Leute. Eine Bläserklasse. Morgen hat man dich auf der Erde vergessen. Der kleine Tag rannte davon, weg, weg, bis an den Rand des Lichtreichens. Ihm war ganz schwindelig, Scham, Angst, Wut, Traurigkeit. Er begriff nicht, was geschehen war. Der geheimnisvolle Tag war ihm gefolgt. Du warst ein guter Tag, hast schöne Dinge erlebt. Wenn du nur ein paar Menschen Freude gebracht hast, dann hat sich deine Reise schon gelohnt. Ha, du hast gut reden. Du bist in der ersten Reihe. Und ich, was ist mit mir? Bist du etwa neidisch auf die anderen? Was haben die schon gesehen? Eine Explosion, einen Donnerknall, Verwüstung. Und darauf bist du neidisch? Erste Reihe, große Schnauze, zweite Reihe, Prahlerei, dritte Reihe, furchtbar wichtig, vierte Reihe, oh wei. Aber der kleine Tag wollte sich nicht trösten lassen. Einsam saß er abseits. Die Lust, an den abendlichen Versammlungen teilzunehmen, war ihm erstmal vergangen. Was andere Tage zu erzählen hatten, interessierte ihn nicht. Manchmal, in heimlichen Augenblicken, dachte er zurück an das, was geschehen war. Dann sah er wieder das Glitzern der Sonnenstrahlen und er hörte das Lachen der Kinder. Das Rauschen des Waldes. Und er überlegte, was wohl aus der Bläserklasse geworden war. Aber er sprach nicht darüber. Er war anders als die anderen. Das fühlte er.
Wichtiges entscheide ich allein. Denn mir wird keine Stunde je zurückgegeben. Ob die anderen auf mich zeigen, ob sie neidisch auf mich sind, ich werd reden oder schweigen, wie ich es richtig find. Ich bin ich, werd nie ein anderer sein. Dies ist meine Zeit. Dies ist meine Zeit. Dies ist meine verging ein ganzes Jahr. Jeden Abend gab es Neuigkeiten und der kleine Tag wurde kaum noch beachtet. Manchmal hörte er mit dem geheimnisvollen Tag wieder zu, was andere Tage zu erzählen hatten. Wieder war es Zeit für einen 23. April, der von der Erde zurückkam. Ja, wohl unvergesslich. Nein, es war nicht wegen mir. Der 23. April soll nun jedes Jahr ein Feiertag sein. Letztes Jahr am 23. April, da gab es nämlich einen Tag. Da ist kein Verbrechen passiert. Nirgendwo auf der Erde wurde gekämpft. Und das ist den Leuten erst so richtig klar geworden, als der Tag vorüber war. Darum werden die Menschen jedes Jahr am 23. April singen, lachen und tanzen und sich an diesen wunderschönen Tag erinnern, den friedlichsten Tag aller Zeiten. Der kleine Tag? Ja, ja, ich erinnere mich. Da war doch dieses gemütliche Lagerfeuer gewesen. Der schöne Tag in Bud Eschingen. Erste Reihe? Ja, ja, Spitzenklasse! Ja. Der kleine Tag war zaghaft leer getreten. Beinahe ehrfürchtig machte man ihm Platz, bis er von allen bestaunt in ihrer Mitte stand. Aber der kleine Tag sagte nichts, er strahlte.
Bedanken, und zwar bei ganz, ganz, ganz vielen. Erstens bei Ihnen, beim Publikum, die uns begleitet haben über so viele Auftritte. Wir hatten zwei ganz, ganz erfolgreiche Schüleraufführungen mit jeweils 650 Leuten am Morgen. Da war die Halle rappelvoll. Und die Kinder, euch kann ich nur loben, dass ihr nach so anstrengenden Auftritten nachts kurz vor 10 noch so fit seid. Sie hatten heute Mittag Hausaufgabe. 2 Stunden Mittagsschlaf, ich glaube, das haben alle gemacht. Das merkt man. Applaus für den Mittagsschlaf. Diesmal fange ich mein Heft mal ganz kurz von hinten an. Und zwar an dieser Stelle darf ich mich bei allen bedanken, die uns gefördert haben, die es überhaupt möglich gemacht haben, dass wir sie aufführen konnten in der Halle. Es hat viel Kosten verursacht, wir haben viel Zeit gebraucht. Ich danke meinem Kollegium fürs Verständnis, allen aus dem Kollegium, die mitgearbeitet haben, sage ich herzlichen Dank. Ich sage Danke der Gemeinde Wulöschingen, die uns vorbildlich unterstützt hat. Ich sage Dank dem Förderverein der Alemannenschule Wulöschingen und allen denen, die über diese Tage eingetreten sind in den Förderverein und diesen Verein mit 12 Euro im Jahr unterstützen. All jenen herzlichen Dank und auch herzlichen Dank für die, die es noch machen werden. Dann wichtige Firmen haben uns unterstützt. Die Firma Wirth, Gerüstbau, sonst wäre das alles nicht möglich gewesen. Ich könnte keine Tag nicht da oben stehen und die anderen Tage auf dem Gerüst. Wir danken uns bei Getränke Gönner, die sehr flexibel und preisgünstig für uns arbeiten. Und einer Firma muss ich ganz, ganz, ganz besonders danken, denn diese Firma war gestern bei uns da, als der Marc Preiser der kleine Tag war. Das ist die Volksbank. Volksbank Wulöschingen in Klettgau. Und die hat euch, Schülerinnen und Schüler, ein großes Grillfest, alle, die mitgemacht haben, beim Musical ein großes Grillfest im Wald geschenkt, mit allen Getränken, allen Würsten und allem Drum und Dran, ganz vielen Sachen. Und die könnt ihr mal ganz laut klatschen. Applaus. Außerdem haben sie uns alle
Drucksachen gesponsert. Wirklich ganz, ganz großen Dank. Ohne diese Risikoabsicherung wäre es nämlich nicht gegangen. So, jetzt machen wir wieder weiter vorne weiter im Heft. Ich danke an dieser Stelle denen, die es ziemlich schwer hatten. Und zwar, das sind die Tage, die gesungen haben. Die Tage, die hier singen, die haben es deswegen schwer, weil sie sehen das Publikum nicht. Wenn der blaue Vorhang zu ist, dieser Schleiernestelstoff, sehen die ganz klein bisschen mich oder die Frau Wohn, wenn wir dirigieren. Und sonst singen die gegen eine Wand. Und es ist sehr schwierig, Mimik und Gestik zu machen, wenn man überhaupt nicht merkt, dass überhaupt jemand da ist. Drum, allen, die im Lichterreich gekämpft haben, einen herzlichen Dank und Hut ab. Es seien nur ganz wenige Gesangsstars noch persönlich erwähnt. Ich fange an, bei den drei, die oben stehen, ist Isabella Würth, ganz rechts, wink mal, wenn man sieht, wer du bist, ganz genau, das ist der Friedenstag. Dann ganz, ganz schwere Lieder musste sie singen und hat es jedes Mal super gemacht. Du hast eine feste Bank, die Michelle Sitko hinten oben in der Mitte. Und viele haben zum Glück beide gesehen. Beide haben die Rollen ganz unterschiedlich interpretiert, ganz hoch gehen, zum Kleinen, da hochklettern, da. Dann darfst du ruhig aus, nee, du stimmst vielleicht rund runter, gell? Er weiß besser nicht. Ja. Wir hatten zwei Gesangssolisten, die es beide perfekt gemacht haben. Stellen Sie sich vor, man würde sie jetzt aufhängen an dem Seil, sie müsste in der Luft nur singen. Also viele wären nicht begeistert. Sie haben es, ohne Murren haben die beiden es gemacht. Unsere beiden kleinen Tage. Der Marc Preiser und die Vanessa Moser. Doch heute Morgen, als ich in die Schule kam, trifft mich der Schlag. Mein Konrektor, der Herr Strittmatter, erwartet mich und sagt mir, der Super-GAU ist passiert. Sag ich, was ist los? Es gibt gar nichts Schlimmes. Sagt er, doch, die Nele Schmidt ist krank. Das war die Erzählerin. Herr Beck, mich trifft der Schlag, das ist die, die es am besten kann. Die hätte alle auch einzelnen Rollen, die da oben sind, übernehmen können. Sie weiß jede Textstelle. Wenn ich am Dirigentenpult nicht weiter weiß, muss ich nur auf die Nele schauen. Die Nele ist zum Glück wieder gesund geworden. Nele, komm mal hoch. Du bist eine super Erzählerin. Ich hoffe, es sind noch einige da, sie sitzen ganz hinten. Das ist unsere Fraktion von der Hauptschule, die uns unterstützt hat, die eine wahre Freude sind an unserer Schule. Ich bedanke mich an dieser Stelle. Ich hätte es nicht geglaubt, dass ihr es schafft, 30 Mann ohne ein Geräusch oben herzukommen und ohne ein Geräusch wieder abzuziehen und dann so toll zu spielen auf der Bühne. Vielen Dank an die Bläserklasse! Und ganz besonders stolz bin ich, dass wir ein Orchester mit nur wenigen Erwachsenen zustande gebracht haben. Einer, der ist quasi noch halb erwachsen ist, ist der Einzige, der vor, ich weiß nicht, 12 Jahren oder wie lange ist es her, hier beim letzten Musical mitgemacht hat. Das ist die Linie 1 gewesen. Er war damals Neuntklässler bei uns in der Hauptschule. Jetzt spielt er Gitarre. Vielen Dank, Tobias Günthers. Schlagzeug, ein Neuntklässler. Applaus für den Pascal Link. Vielen Dank für den Clemens Schöpperle an der Bassgitarre.
Und zwei der Schule sehr verbundene Damen sitzen an den Keyboards. Danke an die Ulrike Wuppader und an die Helga Baum. Einen hat es besonders hart getroffen, er ist angereist aus Ulm, studiert er eigentlich Physik und irgendwie noch was Mathematik oder sowas, was Schweres halt. Und hat aber schon Musik studiert und gestern musste die Ulrike Ruppader und die Clara Ruppader nochmal weg zu einem anderen Konzert und zufällig mitgekriegt, dass der auch Klavier spielt. Sofort ist er eingesprungen, er musste einen Tag lang üben und hat außer Trompete auch noch Klavier gespielt. Andi Meier, wir sagen dir herzlichen Dank. Ja, dann haben wir eine, die hat große Ähnlichkeit mit der Frau Bohn. Und die heißt dann Frau Bohn, ist nämlich die Schwester von der Friederike Bohn, die Caroline. Und sie hat bei uns Cello gespielt, vielen Dank. Ich bedanke mich bei Quer und Blockflöte, Windmal, Julia Granacher und Clara Ruppaner. Und mein ganz besonderer Stolz sind unser Streichorchester. Das war aus Grundschülern und einer älteren, mittelalten, naja, siebte Klasse oder sowas, achte, weiß nicht, zusammengewürfelt haben. Herzlichen Applaus für das Streichorchester. Steht mal bitte auf. Johanna aus der vierten Klasse. Und durch deine Schwester, Sandra Cello. Johanna ist mehr unterwegs. Der Max, die Lara und die Magdalena. Los, wir waren echt klasse. Und jetzt wollte ich dann die noch kurz vorstellen, die das Ganze getragen haben. Die haben die Lieder schon am längsten konnten. Steht mal auf, das Orff-Orchester der ASW. Und jetzt möchte ich mich bedanken bei denen, die das, sie haben sich sehr gewundert, wie da hinten alles so läuft mit diesem, hinter der Bühne. Es läuft perfekt, denn der Hammer, Neuntklässler, der unter unserer Haupt- und Werkrealschule, die das gemacht haben, perfekt eingeübt. Applaus für unsere Bühnencrew, die Schüler der 9. Klasse. Jungs, kommt mal raus. Diese nicht nur die Kulissen geschoben, sondern sie hatten auch die Kulissen mithelfen bauen. Dann sind die Mädels vielleicht noch hinten, die Mädels können auch mal rauskommen. Die Mädels stellen wir auf die Seite, hinter der Clown. Mädels der 9. Klasse, sie haben gemeinsam mit der Frau Posch, die heute leider nicht da ist, der einzige Abend, bei dem sie nicht da ist, die Neunklässlerinnen haben nämlich die Kostüme entworfen und genäht. Und sie haben auch mit der Frau Post zusammen all die schwarzen Verkleidungen genäht. Sie haben die Kinder geschminkt und verkabelt und alles hingemacht. Das war eine Riesenarbeit. Die Mädels der 9. Klasse. Und jetzt brauchen wir noch mal, die hinter der Bühne stehen. Und zwar der Hans Strittmatter soll mal vorkommen. Hans Strittmatter, bring mal zwei Frauen mit. Der ist im Belgikator. Der Hans hat immer zwei Frauen dabei. Siehst du? Strittmatter zuständig für das Schauspiel, den Katrin Zinner und den Benedikta Meier. Und die bekommen, die beiden Damen kriegen was, Hans, wir schwätzen das später, Bene. Eine Rose für dich und eine Rose für die Katrin. Vielen Dank für die Arbeit. Sie hatten immens viel Arbeit hinter der Bühne. Herzlichen Applaus für die ganze Bühnencrew. So, jetzt brauchen wir da jemanden auf der Bühne und zwar, es gibt immer, wann gibt es ein Musical, bei dem es Szenenapplaus gibt, wenn ein neues Bühnenbild kommt? Das gibt es eigentlich nur, wenn man den Christian Wirth kriegt, mein ehemaliger Kollege, inzwischen pensioniert aus Oberlauchringen. Christian, komm nochmal schnell zu uns, nach oben. Die ganzen Bühnenbilder sind von ihm.
Jetzt sieht man mal, was man alles machen kann, wenn man pensioniert ist. Und die gehen nach oben. Christian, herzlichen Dank und einen riesen Applaus. Christian, du hast das Bühnenbild von Gut Oeschingen gemacht. Und Hip-Hop, Gut Oeschingen ist top. Wo gibt es eine Gemeinde, die einen eigenen Weinberg hat? Nur in Gut Oeschingen. Drum schenken wir dir, das ist nicht käuflich zu erwerben, 3 Flaschen Hofteringer Wein. Jetzt hätte ich gerne auf der Bühne, und zwar den Hausmeister Thiel und die beiden Loras von Licht und Ton. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem Licht machen, obwohl ihr auf die Bühne kommen müsst. Ich sage euch einfach einen riesen Dank. Ich sage euch jetzt, ich habe es tatsächlich geschafft. Auch für euch gibt es Hofteringer Wein ganz speziell. Wir sagen euch Dank, ihr habt es perfekt gemacht. Es ist unglaublich. Es ist eine Riesenarbeit mit 30, 40 Mikrofonen, die hier oben laufen, das irgendwie noch auf die Reihe zu kriegen und überall Lampen und Nesselschleier, Vorhang. Ich habe erst gedacht, die laufen immer wieder davon, aber sie sind tatsächlich da geblieben und haben uns Licht und Ton gemacht. Das war eine super Sache. Jetzt fällt mir der Ernst. Ernst, das ist kein Spaß. Ernst, wenn du kommst, muss ich dir das halt später geben. Der Ernst Thiel ist der Hausmeister der Halle und es ist nicht selbstverständlich, was er macht. Er ist auch im Förderverein tätig. Wir kennen den Ernst Thiel alle. Riesenapplaus für den Ernst Thiel. So. Mit dem kann ich mich mal einladen. Ist von 2 Jahren Tätigkeit an unserer Schule, die uns sicherlich stolz machen auf das, was sie hier geschafft haben. Und ich möchte schließen damit und sagen, ich freue mich darauf und ich glaube mit Ihnen allen zusammen darauf. Wir sind scharf darauf zu sehen, was Sie sich als nächstes ausdenken. Wir freuen uns auf Ihr nächstes Projekt, auf Ihr nächstes Musical, wo Sie nicht nur alle Schüler einbinden, sondern auch ganz gut Oeschingen. Und in diesem Sinne ein Schlussapplaus vielleicht für Sie beide, für Ihr ganzes Team, für diese wunderbare Leistung. Wir machen erst, jeder Tag hat sein Geheimnis, und dann kommt, wohin will der Wind uns tragen? Ja, das weiß kein Mensch zu sagen. Da will ich aber einen 500-stimmigen Chor da unten hören. Ich gebe dann den Einsatz. Klein bist, nie löst du das Rätsel gar.